Afghanistan. In diesem von Kriegen zerstörten Land gibt es bis heute Unruhen, Gewalt und viele Opfer. Vor allem die Kinder leiden. Das Land am Hindukusch hat nach wie vor eine der höchsten Kindersterblichkeitsraten der Welt. Operationen für Kinder mit Herzfehlern sind nahezu unmöglich. Das Projekt Herzbrücke der Albertinen-Stiftung in Hamburg will diesen Kindern helfen. Die erfahrenen Ärzte des Albertinen-Krankenhauses haben das Projekt 2005 ins Leben gerufen. Ohne Honorar kämpft das OP-Team um das Leben der schwerkranken Patienten. Die Kinder kommen überwiegend aus stark verarmten Familien. Auch Pfleger und freiwillige Helfer opfern ihre Freizeit für das einmalige Projekt. Schon mehr als 80 Kindern konnte die Herzbrücke durch eine Operation helfen. Für die Behandlungszeit in Hamburg findet die Albertinen-Stiftung Gastfamilien für die Kinder. Und sie findet Sponsoren, die die Kosten für die Operation aufbringen. Pro Kind sind das im Durchschnitt 11.000 Euro. Hallo und herzlich willkommen bei BibelTV, das Gespräch. Unsere Wahrnehmung, liebe Zuschauer, ist naturgemäß eingeschränkt, besonders von den Teilen der Welt, die wir nicht mit eigenen Augen gesehen haben. So kennen wir von Afghanistan beispielsweise doch eher andere Bilder als die, die wir gerade gesehen haben. Da sehen wir dann vor allem wild aussehende Krieger, die mit ihren mittelalterlichen Ansichten Krieg führen, auch gegen deutsche Soldaten. Dass dort aber, genau wie überall, Menschen mit ihren alltäglichen Sorgen und Nöten, Freuden und Hoffnungen leben, wird dabei allzu leicht ausgeblendet. Die Schwachen sind dabei, wie so oft, die Kleinen, die Kinder. Das Projekt Herzbrücke, wie eben gerade gesehen, nimmt sich ihrer an, indem es ihnen medizinische Betreuung bietet, die vor Ort so nicht möglich ist. Genaueres erzählen uns dazu heute unsere Gäste. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Frau Claudia Thompson und Professor Dr. Friedrich Christian Ries. Entgegen der Höflichkeitsregel beginne ich dann doch mal mit Ihnen, Professor Ries. Sie sind ja zum einen der Chef des Herzzentrums der Albertinen-Klinik und Sie sind auch operierender Arzt bei dieser Aktion. Also normalerweise heißt das im Alltag deutsche Kinder am Herzen operieren, aber in der Freizeit dann Kinder aus notleidenden Ländern. Wie ist es dazu gekommen? Wir sind gefragt worden, das liegt schon 5, 6 Jahre zurück, 2005, ob wir ein afghanisches bzw. ein Kind aus Kasachstan operieren würden, aus Russland, relativ arm war es. Die Eltern konnten eine Operation sich nicht leisten. Das haben wir damals gemacht, haben später dann ein Kind aus Polen operiert, wo die Kinder Kardiochirurgin erkrankt war, auf längere Zeit. Und dann sind wir von einer Organisation gefragt worden, ob wir doch ein afghanisches Kind oder zwei afghanische Kinder operieren würden, unentgeltlich. Also hat man das, von Ihnen gehört, von dieser ersten Aktion, und ich war auf Sie aufmerksam geworden? Wahrscheinlich, nicht? Und wir haben das gemacht damals, haben die Kinder operiert und auch behandelt. Und dann ist das so stufenweise einfach die nächsten Jahre gewachsen. Wir haben gesehen, was dort für ein großes Elend herrscht und für ein großer Bedarf. Es gibt ja nur punktuell an einer einzigen Stelle die Möglichkeit, Kinderherzen zu operieren in Kabul. Und das auch nur sehr limitiert, sehr eingeschränkt. Für das ganze Land, oder? Für das ganze Kabul. Land, ja. Für viele Millionen Menschen. Und sodass lange, lange Wartelisten vorhanden sind. Und deswegen haben wir mehr und mehr versucht, mehr und mehr Kinder zu operieren. Und so ist es letztendlich gewachsen. Ich habe dann insgesamt, haben wir 70 Kinder bei uns im Albertinen-Krankenhaus operiert. Wir haben im letzten Jahr dann auch angefangen, mit dem UKE zusammen zu kooperieren. Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort mit der Kinderkardiologischen Abteilung und Kinderkardiochirurgischen Abteilung, die dort auch insgesamt 11 Kinder behandelt haben. Das ist sehr erfreulich, war eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Und ermöglicht uns natürlich auch kleinere Kinder jetzt zu behandeln, die wir bei uns nicht hätten operieren können. Und auch interventionelle Behandlungen durchzuführen. Also wo man zum Beispiel Löcher in der Herzscheidewand oder auch Verbindungen zwischen der Lungenschlagader und der Hauptschlagader mit kleinen Schirmchen verschließen kann. Und das ist natürlich sehr erfreulich, weil dadurch die Kapazität und die Möglichkeiten ausgedehnt worden sind. Sie machen das seit einigen Jahren und Sie haben gerade die Zahl um die 70, glaube ich, haben Sie gerade gesagt. Also ich persönlich habe 70 Kinder operiert. Bislang habe ich es ausschließlich im Albertinen gemacht. Das ist ja ein Projekt der Albertinen Stiftung. Eines der Projekte, es gibt auch das Hospiz noch in Volksdorf und ein weiteres Projekt noch. Aber das ist das größte Projekt, das Projekt Herzbrücke. Und
Aber das klingt so, dass, also für den einen klingt eine Zahl 70 vielleicht wenig, für den anderen, bei dem, was Sie eben beschrieben haben, klingt das natürlich eine Menge, wenn man dann mal weiß, was damit verbunden ist. Denn das sind ja oft mal sehr komplizierte Operationen und die Kinder werden dafür dann immer nach Deutschland geflogen oder passiert auch vor Ort etwas? Es ist so, dass 70 wenig sind. Wenn man überlegt, wie groß der Bedarf ist, wie viele Kinder so eine Operation benötigten, ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich sage immer, es sind alles einzelne Menschen, die das Leben zählt dort und die Kinder kommen, nachdem sie hier in Gastfamilien gelebt haben, wieder zurück in die Familien. Und da ist meistens so ein Clan von 500, 600 Leuten hängt da dran. Und das sind kleine, ich sage mal so kleine Friedensbotschafter, die neben der reinen Gesundung nimmt das Kind eben auch noch sehr, sehr viele andere Dinge mit nach Hause und ist vor allen Dingen dort vielleicht auch ein Botschafter für Deutschland und auch für das, was wir hier tun, dass also wir am Frieden und auch am humanitären Aufbau und am Gesundheitsaufbau interessiert sind. Und ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, denn die Kinder kommen aus ganz Afghanistan, die kommen aus dem Norden, aus dem Osten und aus, auch speziell aus dem Süden. Ja. Sie haben gerade schon ein ganz wichtiges Stichwort geliefert, nämlich die Gastfamilien, die dann ja sehr viel dazu beitragen. Also von den Ärzten bekommen die Kinder natürlich viel mit, von dem Krankenhauspersonal. Aber den Alltag, nein, nicht den Alltag, also doch, wenn sie dann, ich vermute mal nach der Operation, wenn sie entlassen werden können, werden sie noch einige Zeit bei Ihnen sein, zum Beispiel bei Frau Thompson. Wie sieht das denn aus? Wen hatten Sie denn schon zu Gast? Wir hatten einen kleinen Jungen zu Gast bei uns, der war 7 Jahre alt. Es ist auch so, dass es umgestellt worden ist, dass die Kinder jetzt zuerst in die Familien kommen, also nach der Ankunft. Wir konnten unser Gastkind gleich in Empfang nehmen hier in Hamburg und er ist gleich 2 bis 3 Wochen mit in der Familie gewesen und hat dort gelebt, um sich erstmal einzugewöhnen. Und dann ist er operiert worden. Das heißt, es sind also zum Teil auch Monate, oder? Ja, das waren 3 Monate und das ist auch meistens die Dauer, die die Kinder hier bleiben, weil das Visum auch nur so lange reicht. Und in Ausnahmefällen wird dann verlängert. Aber in unserem Fall war das Kind für 3 Monate da. Das war jetzt einmal oder hatten Sie das? Ja, wir haben das bislang einmal gemacht. Wie ging das denn mit der Verständigung? Ja, das war uns zu Anfang auch erst fremd, aber es ging ganz unproblematisch. Mit Händen und Füßen haben wir versucht, uns zu verständigen und es ist eigentlich wie mit einem kleinen Kind, fängt man dann an, den Wortschatz zu reduzieren und auch Gesten mit einzubauen, Essen oder man zeigt aufs Auto, wenn man wegfahren möchte. Und das ging sehr schnell, dass er dann auch die Wörter verstand. Ja, das ist unsere Erfahrung. Und es war auch so, dass er gar nicht mehr mit den Afghanisch, wir haben auch versucht, den Kontakt hier in Deutschland zu afghanischen Mitbürgern herzustellen, dass er sich auch äußern konnte. Und es gibt von der Stiftung, gibt es auch Dolmetscher, die dann auch kommen und die auch mit dem Kind sprechen. Und es ist ja auch wichtig zu wissen, was in dem Kind vor sich geht oder ob es Wünsche hat, die es nicht ausdrücken kann. Und er wollte gar nicht Farsi sprechen, er wollte eigentlich Deutsch lernen. Und das ging auch ziemlich schnell, dass er sich dann auch mit unseren Kindern unterhalten konnte. Und es war schon unglaublich, so Kinder, was sie für ein Potenzial haben. Genau, ja. Dr. Ries, Afghanistan ist im Fokus. Sie haben eben erzählt, ein bisschen war es zufällig, dass es dazu gekommen ist. Oder hat sich dann auch bestärkt, dass es ausgerechnet da besonders notwendig ist? Also Afghanistan zählt ja zu den wirklich absolut ärmsten Ländern. Ich glaube, es ist mit das ärmste Land und die Bedingungen, die wir dort unten vorgefunden haben, ich bin 3-mal jetzt dort gewesen, Afghanistan, das ist so unglaublich eigentlich, dass wir uns das eigentlich so gar nicht vorstellen können. Also die öffentliche Versorgung wird teilweise in Krankenhäusern durchgeführt, die 400-500 Betten haben, also das Indira Gandhi Krankenhaus beispielsweise. Das ist zuständig für die Versorgung von 12 Millionen Kindern. Das ist natürlich eine riesige Unterversorgung. Die hygienischen Zustände sind katastrophal. Und es mag dort sicherlich kleinere Privatkliniken geben, die von indischen oder pakistanischen Einheiten betrieben werden. Aber die öffentliche Versorgung für das Gros der Menschen ist katastrophal. Und viele Menschen, ich bin ja herumgefahren in Kabul, leben teilweise noch in Zelten, in Ruinen, nur mit einer Plane drauf. Das sind Zehntausende von Menschen, die noch so leben. Und Kabul ist ja in kürzester Zeit von, glaube ich, 500.000 Einwohnern auf nahezu 5 Millionen angewachsen. Sie können sich vorstellen, was dort auch an Umweltverschmutzung vonstatten geht. Dort wird mit Holz geheizt und dann steht eine große Dunstglocke über Kabul. Das ist schon, sind sehr schwierige Bedingungen. Also gab es für Sie nie Zweifel, dass Sie da am richtigen Platz sind? Also ich glaube,
ich kann mir schwer vorstellen, dass es noch irgendeinen Platz auf der Welt gibt, wo es noch notwendiger ist. Es gibt sicherlich auch andere Orte, wo es auch ähnlich schlimm ist. Aber wir haben es halt gesehen, es lag vor den Füßen und haben wir gesagt, dann müssen wir dort helfen. Wie erfahren die Leute denn von Ihnen? Sie haben ja eben gesagt, die kommen nicht nur aus Kabul, sondern auch aus anderen Teilen des Landes. Es ist ja nicht so, als gäbe es da die fantastischen Autobahnen und die ICEs, die schnell dahin fahren. Also wie funktioniert das im Alltag? Das stimmt. Also es gibt kein Telefonnetz, kein öffentliches. Also die Menschen haben dort Handys und das spricht sich sehr schnell rum, wenn ein Arzt aus Deutschland kommt. Jeder versucht dann auf eine Warteliste zu kommen, dann doch vielleicht eine lebensrettende Operation zu bekommen, auch wenn die Hoffnungen häufig geschürt werden und dann auch nicht komplett erfüllt werden können. Ja, ich habe teilweise bei einer Reise dorthin, wo ich nur 2-3 Tage dort war, 400 Kinder mit einem Kollegen zusammen untersucht. Da hat man nur wenige Minuten pro Kind Zeit und kann nur ein Foto erstellen, kann eine Liste aufmachen und sagen, dieses und jenes liegt bei dem Kind vor. Und wir entscheiden uns dann nach der Dringlichkeit des Befundes, wen wir dann einfliegen. Und häufig ist es 5 Minuten vor 12. Also das sind angeborene Herzfehler, Löcher in der Kammerscheidewand oder auch Verbindungen von großen Gefäßen, die irgendwann im Laufe des Lebens dann zu einer Druckerhöhung im Lungenkreislauf führen. Irgendwann sind diese Kinder inoperabel. Viele Jahre oder eine ganze Reihe von Jahren sind sie gut zu operieren. Und dann plötzlich mit 12, 13, 14, manchmal auch später, kommt es dann oder auch manchmal früher zu einer Inoperabilität. Und dann kann man diesen Kindern nur noch durch eine Herz-Lungen-Transplantation helfen. Und also wie gesagt, das ist etwas, wo der Bedarf unglaublich groß ist und wo man auch in der Not ist, wen man mitnimmt. Und man kann eigentlich immer nur ganz oben die dringlichsten Patienten mitnehmen. Und die sind dann häufig auch nicht so ganz risikofrei zu operieren. Das ist auch, sind auch technisch schwierige Operationen, weil man sehr dicht an der Inoperabilität schon dran ist. Ich wollte das gerade fragen. Also Sie, eigentlich ist das ja eine schöne Aufgabe, weil Sie Kindern helfen können. Aber es ist eine schlimme Aufgabe, weil Sie nicht allen helfen können. Sie sind für manche dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen der Richter über Leben und Tod. Ist ein bisschen pathetisch ausgedrückt. Ja, so würde ich das nicht verstehen. Also wir können helfen und wir versuchen, die dringlichsten Patienten zu operieren. Mhm. Kinder, die einen kleineren Befund haben, wo man sagt, da kann man vielleicht noch warten, dann versuchen wir es später zu machen. Aber es sterben auch Kinder auf der Warteliste natürlich. Mhm. Und nicht wenige. Mhm. Und auch nicht wenige sind dann, die man vor 2-3 Jahren gesehen hat, plötzlich inoperabel. Mhm. Die man hätte mit einer sehr einfachen Operation helfen können. Die sind dann letztendlich inoperabel. Das muss man den Eltern dann erklären, dass eine Hilfe dann zu spät kommt. Und das ist etwas, was auf Dauer natürlich sehr, sehr auch für uns sehr unbefriedigend ist. Und das kann kein Dauerzustand für so ein Land sein, dass man Kinder ausfliegt, die operiert. Das ist eine Notlösung, weil es dort definitiv keine andere Lösung für dieses Problem gibt. Aber das Ziel muss sein, dort vor Ort etwas natürlich auch zu tun. Soweit ich weiß, sind Sie nicht die einzige Organisation. Gibt es da Abstimmungen zwischen anderen, die so etwas auch machen? Das können wir nicht sagen. Andere Organisationen haben auch ein anderes Konzept. Beispielsweise fliegen die Kinder aus, die leben dann in abgeschlossenen Wohnanlagen, haben also keine Gasteltern, werden schnell operiert und werden wieder zurückgeschickt. Unser Konzept, also Konzept der Herzbrücke, basiert darauf, dass die Kinder, wie Frau Thompson schon gesagt hat, in eine Gastfamilie kommen, die das Kind vorher auch schon gesehen haben. Die wissen, stellen sich auf dieses Kind ein, es gewöhnt sich erstmal an dieses Gastkind. Ich selber habe auch gerade wieder ein Gastkind, was vor 3 Tagen angekommen ist. Die spricht kein einziges Wort. Das ist ein 7-jähriges Mädchen mit einem Herzfehler. Dann, wenn es sich einigermaßen daran gewöhnt hat, wird es dann ins Krankenhaus aufgenommen. Man kann dem Kind die Operation dann auch erklären, auch verständlich machen, warum das erforderlich ist. Und danach wird das Kind sich, wie Frau Thompson auch gesagt hat, erholen vom Ganzen und wird dann wieder zurückgeschickt. Aber das ist so ein Zeitraum so ungefähr von 3 Monaten. Ja. Frau Thompson, ab wann kommen Sie denn genau ins Spiel? Also die Ärzte kommen zurück und haben dann wahrscheinlich eine Liste. Wie kommt der Kontakt zu Ihnen dann zustande? Und ab wann wissen Sie, wen Sie bekommen? Also es ist so, dass es eine Koordinatorin gibt, die für die Stiftung arbeitet und die dann einen Stamm von Gasteltern hat und dann wohl aktiv wird und sich darum kümmert, welches Kind in welche Familie passt. Bei uns war's. Sie entscheiden das nicht selbst, sondern da gibt es eine Vorauswahl. Mhm. Und dann irgendwann kommt so eine Liste oder man schaut ein bisschen, es muss passen in die Familie. Mhm. Wir gucken, dass möglichst gleichaltrige Gastgeschwister auch dort sind. Das ist ein großer Schlüssel zum Erfolg. Also ich selber habe auch 6 eigene Kinder und also in jeder Größe welche. Und insofern die beiden Kleinen sind jetzt auch noch neben der älteren Tochter dann noch im Haus. Und wir gucken dann auch, wenn wir ein Gastkind nehmen, dass es möglichst das gleiche Alter hat. Und das dann über die Kinder läuft das am aller einfachsten, weil man dann natürlich die lösen das Problem, dass man natürlich hat, wenn man ein fremdes Land kommt, keine Sprache hat, dann auf sehr viel einfachere Weise. Mhm.
Und dann, ja, wie ist es beim ersten Mal? Das Kind kommt dann, Sie holen es ab oder es wird gebracht? Ja, nein, es kommt an, die Kinder kommen im Pulk an, sind in Frankfurt gelandet, kommen dann mit dem Bus hier im Albertin-Krankenhaus, werden sie dort abgeliefert und wir Gasteltern, wir warten alle und nehmen die Kinder in Empfang und dann nimmt man sein Kind mit nach Hause und dann sind die ersten Tage einfach erstmal sich aneinander gewöhnen und das geht dann aber ganz schnell. Also in unserem Fall hat sich das Kind sehr schnell eingewöhnt und war mitten Mang in der Familie und hat alles mitgemacht, durfte dann auch in den Kindergarten gehen. Das war auch ganz positiv, dass die Albertin-Stiftung das organisiert hat, dass der Albertin-Kindergarten das Kind aufgenommen hat. Die Kinder dort auch vorbereitet waren auf das Gastkind. Und also es wurde von allen Seiten sehr nett in Empfang genommen. Und das hilft natürlich auch, dass sich so ein kleines Kind, das jetzt aus Afghanistan die lange Reise nach Deutschland macht, ohne Eltern, sich schnell eingewöhnen kann. Also um auch noch auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, was ist der Unterschied zwischen anderen Organisationen? Wir setzen auf dieses Konzept, dass ein Gastelternnetzwerk und dieser direkte Kontakt zu den Kindern auch eine Nachhaltigkeit erzeugt, weil natürlich dort auch eine persönliche Beziehung zu diesem Kind entsteht und man natürlich auch am weiteren Werdegang dieses Kindes interessiert ist. Also wir hatten bisher zum Beispiel in unserer Familie jetzt das fünfte Gastkind. Und wir versuchen den Kindern dort vor Ort dann auch die Schulausbildung zu finanzieren oder auch es einfach zu begleiten. Das ist also mit vergleichsweise wenig Geld dort möglich, dass Kinder dort zur Schule gehen und eine Schulausbildung bekommen. Und das ist etwas, das schafft ein Nachhaltigkeitsprojekt, weil dort Banden zwischen Familien hier und auch Familien dort entstehen, was sie natürlich in anderen Projekten, wo sie sich rein fokussieren, auf eine medizinische Versorgung dann nicht haben. Gibt es also langfristige Bindungen dann auch? Absolut. Wir telefonieren immer noch mit unseren Gastkindern, die in den letzten Jahren da waren. Ja. Schön. Wie machen Sie das im Krankenhaus? Ist ja offiziell dann vermutlich Freizeit, die dann so ein ganzes Team dann... Wie schieben Sie das dazwischen? Oder also das Ganze auch nur langfristig? Das Ganze wird ja finanziert und wir müssen natürlich Geld dafür nehmen. Das ist ein deutlich reduzierter Satz im Vergleich zu dem, was sonst bei einer kinderherzchirurgischen Operation in Deutschland fällig sein würde bei den Krankenkassen. Also wir versuchen die Personalkosten rauszurechnen. Ob das nun am Samstag ist oder in der Woche irgendwann zwischendrin ist, das spielt, glaube ich, nicht so die Rolle. Aber es spielt die Rolle, dass natürlich eine Gruppe von Menschen daran interessiert ist, dort auch freiwillig Arbeit zu verrichten. Und das funktioniert toll. Also ich glaube auch, dass jeder Mensch, wenn er bestimmte Fähigkeiten hat, ob er nun Kinderherzen operieren kann oder auch einen Herzkatheter machen kann oder auch eine Kinderschwester, ist, glaube ich, grundsätzlich die allermeisten Menschen, ist meine Erfahrung, auch bereit sind, so etwas freiwillig zu tun, aus der Begeisterung heraus, dass etwas ein unglaublicher Dank ja auch zurückkommt. Also Motivationsproblem gibt es nicht? Nein, überhaupt nicht. Und also denn man hat hier die Vorstellung, landläufig in Krankenhäusern ist so viel los und es wird so eng getaktet. Ja, das ist viel. Das ist viel, man viel zu tun, aber zwischendurch. Ja, dann, aber das wird am Wochenende gemacht und die Begeisterung dann etwas mal außerhalb zu tun, ist da wirklich groß gegeben, weil man dort auch die Sinnhaftigkeit doch spürt, weil man weiß, dass dieses Kind sonst wenige Jahre nur noch zu leben hätte und dieses Kind zurückgeht und dann zumindest medizinisch ein normales Leben vor sich hat. Wir wissen nicht, was dem Kind dort im Lande widerfährt, aber medizinisch hat dieses Kind erstmal dann ein normales Leben vor sich. Und das ist etwas sehr Beglückendes. Ja. Stichwort medizinisch. Welche Art von Erkrankung sind das denn genau? Also sind das meistens angeborene Dinge oder hat das auch damit zu tun, dass der Zustand in Afghanistan so ist, wie er ist? Oder sind das rein organische Sachen? Also viele fragen immer, ist das dort besonders, existiert dort eine große Umweltverschmutzung oder warum? Oder genetische Probleme? Ich glaube nicht, dass diese Herzfehler mehr auftreten als bei uns, sondern es ist einfach jahrelang hat es keine Kinderherzchirurgie gegeben. Sie sind einfach ins Erwachsenenalter hineingekommen. Und deswegen sind eigentlich viele, viele Menschen dort auf der Warteliste. Es sind ganz, wie Sie richtig gesagt haben, ganz überwiegend angeborene Herzfehler, also Löcher in der Vorscheidewand, Kammerscheidewand, Querverbindung zwischen den großen Arterien bzw. der Lungenarterie und der Aorta. Es sind aber auch komplexere Herzfehler dabei, Fallosche, Tetralogie, Double Outlet, das sind also komplexere Dinge, wo mehr Herzfehler dann vorliegen in einem Patienten. Und die gilt es dann zu behandeln. Und wenn sie rechtzeitig behandelt werden, ich wiederhole es nochmal, sind diese Kinder gesund, komplett gesund und haben ein normales Leben vor sich. Von der Motivation haben wir gerade schon ein bisschen gesprochen. Was ist Ihre? Warum tun Sie das? Ich meine, jeder von uns hat so einen spannenden Alltag doch in der Regel. Da muss man sicherlich auch noch 3 Monate ein fremdes Kind in die Familie holen. Ja, wir haben das mit der Familie abgesprochen. Also ich habe 3 eigene Söhne und wir haben das als Team gemacht, als Familienteam sozusagen. Das war uns wichtig, dass die Kinder auch dabei sind und dass sie sagen ja.
Und Sie hatten vorhin gefragt, ob man sich auch das Kind aussuchen kann. In unserem Fall haben wir schon gesagt, dass wir gern wollten, dass das Kind in dem Alter von unserem jüngsten Sohn ist. Und das war er auch. Dass die beiden zusammen spielen konnten. Also unsere Motivation war eigentlich die, dass wir gesagt haben, wir möchten etwas von der Liebe Jesu Christi weitergeben. Und es gibt ein schönes Zitat, ich weiß leider nicht, von wem es ist: Wer einem Kind hilft, verändert die Welt. Und ich denke, das stimmt in diesem Fall. Diese Kinder gehen verändert zurück. Und wir haben mit unseren Kindern sehr häufig darüber gesprochen, wie gut es uns geht, dass wir auf der Sonnenseite der Erde hier leben, in Hamburg und in Deutschland. Und wie es auf der anderen Seite auch aussieht. Und es war einfach nochmal schön für die Kinder zu sehen, wie das wirklich ist, dass sich so ein kleiner Junge über Wasser, fließend Wasser freuen kann. Mhm. Und dass er sich übers Essen, dass er den Teller wirklich blitzeblank wegputzt, das Essen, dass er sich darüber freut. Und was auch diese Kleinigkeit. Kinder wieder staunen, ne? Ja, genau, richtig. Mhm. Und also da haben wir schon gesehen, dass das nicht nur Arbeit waren, die wir hatten, sondern dass da auch ganz viel Liebe auch zurückgekommen ist und ganz viel Erlebnis für die Kinder auch. Sie haben gerade Jesus Christus erwähnt. Gerade bei Afghanistan hat man ja nun den Eindruck, dass Religion dort eine große Rolle spielt. Auch das ist natürlich wieder durch uns Medien auch auf bestimmte Dinge fokussiert. Aber ich denke, man darf trotzdem sagen, der Alltag ist auch von der Religion sehr bestimmt. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten auch, dass Sie von Jesus Christus etwas mitbekommen, gibt das auch Konflikte? Also ich denke, dass wir uns im Bereich Herzbrücke da ganz zurückhalten. Also ich würde mich als Christ bezeichnen, aber ich versuche da auch gerade speziell, wenn Kinder zu uns kommen, die Religion im Hintergrund zu lassen. Das ist also auch gewünscht, weil dort auch Ängste bestehen im afghanischen Land. Ich habe mit den Gesundheitsministern, Familienministern auch konferiert dort. Das, was als erstes kommt, ist: Christianisiert ihr nicht unsere Kinder? Wollt ihr sie nicht konvertieren zum christlichen Glauben? Und deswegen müssen wir das an dieser Stelle auch mal klar sagen, das wollen wir natürlich nicht. Wir respektieren den Glauben, das sind Muslime, die zu uns kommen. Und wir müssen das respektieren und wollen das auch und verstehen eigentlich unsere Hilfe als rein humanitäre Hilfe. Ich glaube, das ist wichtig auch zu sagen, um dort nicht Ängste zu schüren. Die Ängste sind groß in Afghanistan, dass wir, stellen Sie sich vor, Sie geben ein Kind wildfremden Menschen, und das geht, ist plötzlich 3 Monate, 4 Monate nicht mehr da, dann sind die Sorgen sehr, sehr groß, dass dort mit dem Kind irgendetwas gemacht wird, dass es plötzlich dann zum Christentum möglicherweise getauft wird. Das muss man ganz von vornherein auch ganz klar aussprechen und sagen, sonst macht man auch die Arbeit dort sehr schwierig. Und auch, ich kann mir vorstellen, dass manche Eltern aus dieser Sorge heraus auch ein Kind, was man operieren könnte, nicht zu uns geben. Zumal die Eltern ja keine Vorstellung haben, wie es hier in Deutschland läuft. Ja. Und dann spielen ja alle möglichen Dinge natürlich eine Rolle. Und das ist dann, man muss das nur mal umdrehen, die Situation. Ja, das verselbstständigt sich dort unten. Dann auch, und man muss nur einer so ein kleines Gerücht setzen, hier, der ist ein Kind vielleicht in irgendeinem, das reicht schon aus, in einem christlichen Kindergarten. Das ist auch schon nicht ganz unproblematisch. Also wir versuchen, wenn es möglich ist, dann Rotkreuz-Kindergarten zu nehmen oder staatliche Kindergarten. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Mhm. Aber wie gesagt, ist es wichtig, dass man gerade, wenn man jetzt auch, wenn wir so sprechen, das ist ja auch medial, wird gesendet, dass man da auch das mal klar ausspricht, dass man da nicht unnötige Sorgen woanders führt. Mhm. Und zur Einstellung, Frau Thompson sagt das richtig, das ist natürlich für einen Christenmenschen es ist verankert, die Nächstenliebe, ja, dass man dort helfen soll. Aber wir haben in unserem Team auch Afghanen, wir haben Muslime, wir haben auch Menschen, die keine Religion haben, die das aus reinem Humanismus tun und die es auch genauso gut tun. Wie gesagt, das ist ein Punkt, der mir auch wichtig wäre. Mhm. Dann enden wir doch, also wir müssen leider schon fast wieder enden, mit, das macht man doch immer so gerne, aber ich finde das sehr schön. Was war für Sie das schönste Erlebnis? Sie haben den Robin da gehabt. Roman, ja. Roman, Entschuldigung. 3 Monate, was ist für Sie das schönste Erlebnis? Also schön war, dass er nach der Operation wieder guter Dinge war und dass er wirklich 100% geheilt nach Hause gehen konnte. Das war wirklich toll für uns zu erleben. Und so Highlights waren zu sehen, wie er unter der Dusche einen Freudentanz macht, einfach weil er sich so freut zu duschen. Mhm. Oder einfach wie fröhlich und aufgeweckt er wieder nach Hause gefahren ist und dass er die Zeit gut hier überstanden hat. Das war einfach schön. Und Sie bleiben in Kontakt? Ja, wir bleiben in Kontakt. Schön.
bei Ihnen? Gibt es wahrscheinlich noch viel mehr Bilder, die Sie im Kopf haben? Es gibt natürlich ganz viele Kinder, also es sind natürlich auch schwierige Situationen, dramatische Situationen, wo man sagt, glücklicherweise hat dieses Kind die Operation überstanden, es hätte auch sterben können bei der Operation. Das sind natürlich auch Glücksmomente, wenn dann so ein Kind überlebt, aber natürlich auch ein Moment, als wir unser letztes Gastkind zurückgebracht haben, als ich dort mit dem Kollegen in Afghanistan war und das den Eltern gegeben habe, das war auch ein tolles Gefühl. Mhm. Nicht? Und es ist so, dass ich auch realisiert habe, auch durch meine Besuche, dass die Kinder dort natürlich Eltern haben, die sie genauso lieb haben, wie wir unsere Kinder lieb haben. Das ist für mich eine sehr wichtige Erfahrung gewesen, denn es ist am Anfang, als wir unser erstes Gastkind bekommen haben und zurückgegeben haben, natürlich auch nicht einfach gewesen. Das werden Sie bestätigen. Man sieht, ein Kind kommt her, kommt aus einem analphabetischen Familienhaus, hat keine Ahnung, wie man einen Bleistift in die Hand nimmt, kann nicht malen, kann nicht spielen, macht hier eine gigantische Entwicklung innerhalb von 3-4 Monaten, lernt es enorm viel und man sieht, was für ein Potenzial in so einem Kind ist. Und dann sagt man, Mann, wäre es nicht toll, wenn man dieses Kind dann einfach hier ausbilden würde und hier lassen würde? Nein, das muss man ganz klar sagen, nein, dieses Kind gehört zu seinen Eltern. Und da wird es genauso von denen genauso geliebt, ob sie nun Analphabeten sind oder nicht. Ja. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Thompson, Professor Ries, dass Sie bei uns waren, von Ihrer tollen Aktion erzählt haben. Ja, liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Wie immer, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, wenn Sie hoffentlich wieder einschalten bei Bibel TV, das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss.